In dem folgenden Interview wollen wir nicht nur auf zeitgemäße Prüfungskultur und entsprechende Formate schauen, sondern insbesondere auf einen Schieberegler, der heißt Material. Und wir werden gleich sehen, er ist besonders eng mit dem Schieberegler Hilfsmittel verbunden. Das wird jetzt genauer erklären Christian Albrecht, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Didaktik und Literatur der deutschen Sprache an der FAU Erlangen-Nürnberg. Ganz herzlichen Dank, Christian, dass du dabei bist. Fang doch vielleicht mal an zu erklären, was es mit diesem Schieberegler, wir gehen mal vom Material aus und den Polen vorgegebenen und frei wählbar auf sich hat. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass es eng verwandt mit dem Schieberegler Hilfsmittel ist. Und Hilfsmittel geht eigentlich noch ein Stück weiter. Und zwar ist bei Hilfsmittel der Pol keine. Und so könnte es auch beim Material sein. Man könnte sagen, ist es auch keine, wäre eigentlich der extremste Pol. Das heißt, in Prüfungssituationen darf kein Material verwendet werden, darf kein Hilfsmittel verwendet werden. Es wird nichts von der Lehrperson zur Verfügung gestellt. Ja, im Prinzip entspricht das oder entsprach das für lange Zeit der gängigen Leistungserhebung, in der die Verwendung von Hilfsmitteln und die Verwendung von Material eben mehr oder weniger vollständig untersagt war. Also zum Beispiel gerechnet wurde in der Sekundarstufe zumindest ohne Taschenrechner, das Wörterbuch im Fremdsprachenunterricht war irgendwie ab der 10. Jahrgangsstufe erlaubt, im Deutschunterricht sollten die Schülerinnen und Schüler in Erörterungen argumentieren, aber das ausschließlich vor dem Hintergrund des eigenen Weltwissens, das dann eben oftmals auch noch ganz elternhausabhängig war. Und im Extremfall führte das dann dazu, dass sich die Schülerinnen und Schüler einfach irgendwelche Studien ausgedacht haben oder irgendwelche Expertenmeinungen, fiktive Expertenmeinungen zitiert haben. Was nicht erlaubt war, dass man sich in der Prüfung dann über andere Positionen bei fremden Quellen informiert hat, dass man versucht hat, Argumente von anderen nachzuvollziehen, diese abzuwägen und dann eben in die eigene Position oder die eigene Positionierung einzubauen. Und demgegenüber steht dann der rechte Pol des Schiebereglers, der wiederum eine Prüfungskultur beschreibt, in der alle Materialien und alle Hilfsmittel erlaubt sind, einschließlich auch digitaler Medien mit Internetzugang, im besten Fall sogar eben die Kommunikation und die Kollaboration mit anderen. Und eine Variante zwischen diesen beiden extremen Polen wäre dann dieser Pol vorgegeben. Da könnte dann von der Lehrperson kuratiertes Material den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden. Und so eine Mittelstellung wäre, wenn der Lehrer oder die Lehrerin Material vorgibt und den Lernenden trotzdem ermöglicht, dass sie auf eigenes weiteres Material zurückgreifen dürfen. Wie verändert sich das Lernen, wenn Prüfungen sich jetzt entsprechend verändern? Ja, da kann man auf zwei Lerntheorien referieren, die in der Bildungswissenschaft ja ziemlich virulent diskutiert werden. Es gibt noch ein paar andere, aber das sind so zwei Extrembeispiele, die sich in vielen Studien abgebildet haben. Das eine ist das transmissive Unterrichten, die transmissive Lehrtheorie, und die geht davon aus, dass die Lehrperson das Wissen aus ihrem Kopf in die Köpfe der Schülerinnen und Schüler transferiert. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, überspitzt gesagt, wie der Nürnberger Trichter. Ich gehe davon aus, dass es so ein objektives Abbild von Welt gibt, und das habe zuerst ich und ich vermittle das dann meine Schüler und dann haben die das auch. Also sie haben danach genau das gleiche Wissen und die gleiche Vorstellung von der Welt. Und demgegenüber steht die konstruktivistische Lerntheorie, und die geht eben davon aus, dass die objektive Vermittlung von Wissen eigentlich überhaupt nicht möglich ist, sondern dass man sich Wissen immer in Auseinandersetzungen mit der eigenen Umwelt konstruiert und dass Objektivität oder objektives Wissen dann erstmal interpersonal ausgehandelt werden muss. Und diese Art des Lernens, glaube ich, die würde dann in den Mittelpunkt rücken, dass sich die Lehrerrolle fundamental verändert, wenn Material offen steht, wenn das Netz offen steht. Ich bin dann nicht länger der Wissensvermittler, sondern ich bin Lernbegleiter und ich kann den Lernenden helfen, Material zu finden, Material einzuordnen, zu bewerten und dann eben diese ganzen Prozesse letztendlich in eigenes Wissen und in eigenes Handeln zu transformieren. Inwieweit ist das eine Frage von zeitgemäßer Bildung? Ja, man muss erstmal sagen, was ist unzeitgemäße Bildung? Und das ist im Prinzip, es sind Prüfungsformate, die den Einsatz von Material und von Hilfsmitteln vollkommen untersagen. Das ist ein Stück weit ein Erbe der Schule der Buchkultur. Damals konnte davon ausgegangen werden, dass es einen gemeinsamen Wissensstand als Fundament kultureller Kommunikation gibt. Und ich konnte davon ausgehen, dass das, was ich jetzt im Unterricht lehre, dass das auch in Zukunft von Relevanz sein wird.
Also damals, im Prinzip war es damals schon sinnvoll, dass man inhaltliches Wissen vermittelt hat, dass man deklaratives Wissen vermittelt hat. Und dieses Wissen sollten die Schüler dann irgendwie akkumulieren, anhäufen. Es wurde Wert gelegt auf kognitive Routinekompetenzen, weil man auf die eben immer wieder zurückgreifen konnte. Und das alles sollte dann in Prüfungen abgefragt werden. Und jetzt heute aber, im Zeitalter der Netzkultur, hat die Schule ihr Informationsmonopol verloren. Das heißt also, Schülerinnen und Schüler können online über Suchmaschinen zu nahezu allen Themen Daten und Informationen recherchieren und diese verarbeiten. Und ganz plakativ gesagt, es löst heute niemand mehr Probleme, indem er das Internet ausschaltet oder auf das Zurateziehen von Büchern und anderen Medien verzichtet. Während Prüfungen dagegen im weitesten Sinne Open-Media-Prüfungen, also Prüfungen, die das alles Material zulassen, dann würde die Kompetenzorientierung deutlicher in den Vordergrund rücken, also noch deutlicher, als es jetzt schon der Fall ist. Die Vermittlung von Stoff dagegen würde von Lernstoff im wahrsten Sinne des Wortes würde an Bedeutung verlieren, das Auswendiglernen würde an Bedeutung verlieren, Lernen dagegen wäre nachhaltiger, wäre lebensweltorientierter. Wichtiger werden würden die Recherchekompetenz, das Filtern von Informationen, Selektions- und Bewertungskompetenzen würden an Bedeutung gewinnen. Skimming und Scanning sind zwei wichtige Fertigkeiten, die ich können muss. Also das überfliegende Lesen von zum Beispiel bestimmten Quellen im Netz oder das fokussierte Lesen, wenn ich spezielle Informationen rausfinden will. Konzeptionelle, prozedurale, epistemische, metakognitive Kompetenzen. Also das ganze Bündel rückt in den Vordergrund. Und dafür müssen Schüler dann vielleicht weniger oft Tafelbilder abschreiben, weniger oft Arbeitsblätter mit Lückentexten ausfüllen. Ja, was aber wichtig ist, und was man nicht vergessen darf, ist, dass Faktenwissen, weil ich jetzt so auf deklaratives Wissen abgezielt habe, dass Faktenwissen nicht überflüssig wird. Also erstmal allein aus Effizienzgründen müssen Schülerinnen und Schüler nach wie vor zentrale Kenntnisse auswendig beherrschen. Vor allem aber darf nicht vergessen werden, dass Fachwissen eine grundlegende Facette von jeder Kompetenz ist und überhaupt erst die strategische und kritische Suche nach und die Auseinandersetzung mit Informationen ermöglicht. Nur eben, ob dieses Fachwissen isoliert und ohne Berücksichtigung der jeweiligen Funktion geprüft werden soll, das kann in Frage gestellt werden. Nehmen wir an, ich will nicht nur in Frage stellen, sondern tatsächlich den Schieberegler ein Stück weit nach rechts bewegen. Was ist ein guter erster Schritt? Das ist eigentlich gar nicht schwer. Ein erster und ganz leicht umzusetzender Schritt wäre, wenn die Schülerinnen und Schüler in der Prüfungssituation selber ihre eigenen Aufzeichnungen und zum Beispiel das Schulbuch benutzen dürfen. Ja, das würde auch die Vorbereitungen auf Prüfungen und das Lernen den Unterricht fundamental verändern. Gleichzeitig muss den Schülern und den Schülerinnen aber bewusst gemacht werden, dass alle Unterlagen vorab gründlich gesichtet und auch verstanden werden müssen. Also wenn ich erst in der Prüfungssituation anfange, in meinen Ordnern zu blättern und zu gucken, Mensch, das stand doch irgendwo, aber ich weiß gar nicht genau, was das bedeutet, dann besteht natürlich die Gefahr, dass ich mich verzettel. Also die ist dann riesig. Und ja, der letzte Schritt, also das war jetzt der erste Schritt, der letzte Schritt wäre dann tatsächlich eben alles Material, das Internet mit all seinen Quellen zuzulassen und eben sogar Kollaboration und Kommunikation als weiteres Material zu erlauben. Wenn ich damit anfange, was gibt es typischerweise für Schwierigkeiten oder auch für Einwände? Ja, einen habe ich gerade schon genannt, also gerade in Open-Media-Klausuren, also in Prüfungen, die den Einsatz von allen Medien, von allem Material erlauben. Gerade da können die Lernenden, wenn die Prüfung unter Zeitdruck vonstatten geht, mit diesen Freiheiten überfordert sein. Sie können sich bei der Recherche verzetteln, sie könnten Quellen unzulässig verkürzen oder sie verzerrt darstellen. Im schlimmsten Fall plagiieren sie, dass also einfach wirklich nur noch abgeschrieben wird, mit Copy und Paste eingefügt. Mit Copy und Paste irgendwie fremdes Wissen einfach ohne Verweis übernommen wird. Und dementsprechend ist in einem zeitgemäßen Unterricht die Wichtigkeit von wissenschaftlicher Redlichkeit besonders wichtig. Das muss ich meinen Lernenden verdeutlichen. Gleichzeitig muss ich die Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler stärken. Ich muss Prüfungen subjektiv bedeutsamer machen, dass eben solche Betrugsversuche gar nicht mehr so relevant sind, weil ich quasi ein ganz intrinsisches Interesse daran habe, unter Beweis zu stellen, was ich alles gelernt habe und was ich alles kann. Wir haben schon gelernt, dass die unterschiedlichen Regler, die ihr als Grundlage im Institut für zeitgemäße Prüfungskultur nutzt, alle untereinander zusammenhängen. Welche sind Regler, die einen besonderen Zusammenhang hier zum Thema Material und auch zum Thema Hilfsmittel haben? Ja, da gibt es eine ganze Menge. Also du hast gesagt, es hängen alle miteinander zusammen. Besonders wichtig, glaube ich, in dem Zusammenhang sind die Regler Zeitintervall, Aufgaben und Feedback. Ich glaube, die werden in besonderer Weise berührt. Das Zeitintervall insofern, dass ich
komplexe Probleme, die auf dem Einbezug von einer ja, diversen Menge von Material beruhen, dass die sich nicht in 90 Minuten lösen lassen, weil ich da einfach keine umfangreicheren Recherchen einfordern kann und auch nicht leisten kann. Den Regleraufgaben berührt es insofern, dass sich geschlossene Aufgaben nur sehr bedingt für diese Dimension eignen. Also jetzt im schlimmsten Fall habe ich irgendwie Multiple Choice, dann kann ich natürlich recherchieren und kann natürlich schnell gucken, okay, was ist jetzt die Antwort A, B oder C? Aber das ist natürlich jetzt nicht der Sinn dieses Schiebereglers und das ist auch nicht der Sinn einer materialgestützten Prüfung. Und Feedback wird insofern berührt, dass formative Formate besonders geeignet sind, da die Lehrpersonen die Lernenden bei der Recherche unterstützen können, bei der Auswertung und bei der Verarbeitung von verschiedenen Quellen. Da können sie Rückmeldung geben. Und letztendlich ist ja das Ziel, dass man die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg von fremdem Text, von fremden Quellen, von fremdem Material hin zum eigenen Produkt prozessorientiert begleitet. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke an Christian Albrecht.